Hallo und willkommen zu einem Let's Play Together mit Damakash Hi, und mir. Wir spielen Team Fortress 2 und ich guck mir gerade den hier an, der hier durch die Gegend springt. der hat eine bestimmt irgendeine Springseuche oder so. Ja. Los, vorwärts, los! Wir haben dieses Spiel jetzt nur irgendwie mal angezockt, um zu gucken, wie das so funktioniert. Wir haben trotzdem keine Ahnung. Aber wir wissen, dass man am Anfang F4 drücken muss. Das haben wir schon, Ja, so, ja, genau. das haben wir schon F4. gelernt. Ja, wir sind ein gutes Team, finde ich auch. Finde ich total toll. Die wissen nur noch nicht, dass wir mitspielen. Huhuhu. Also, ich habe irgendwas mit Doppelsprung gehört. Ah, ich kann höher Ach, springen ne, mit ich kann das Doppelsprung. nicht. Ich bin ja. Das ist auch irgendein. Ja, irgendwas kann ich Du. bestimmt. Aber was? Das steht auf einem Blatt Papier. Oh, Scheiße. Manco, Edge the great important. What? Was sollen wir denn jetzt hier überhaupt tun? Danger, no bombs down here. Edge of great importance. Ach so, geht noch gar nicht los. Hier, da, der kriegt Heilung. Ghost Kung Fu. Ach, guck mal, die Waffe, die ich hier in der Das Hand ist, habe, ne? ja? Guck mal, wie die aussieht. Guck mal, wie die aussieht. Ja, aber die ist ja nicht rosa. Ja, aber die ist dem Modell Ja, das entsprungen. stimmt. Ja, aber die rosane ist Kann ja ich. viel schöner. Also, muss ich ja sagen. Haust du mich mit dem Baseballschläger, du Sau? Du kribbelst mir hier am Po und dann kann ich dich auch mit dem Baseballschläger hauen. Ich glaub, das geht los hier. Oh, da Oh, sind schon das ist Gegner. abgesägt. Irgendwas, da kommt irgendwas Blaues. Da hinten. So. Oh mein Gott! Ja, musst du denn auch? Du stürzt da mal rein wie so eine Verrückte. Ja, muss ich, weil ich bin so eine Links. Und der darf mit der Bombe da nicht hinkommen. Ja, ich sehe, dass ihr Oh einen Medic shit. braucht. Ey, ihr steht da aber beide und brennt, ihr Helden. Ja, Entschuldigung. Alles gut, alles ist gut. Wir sind ja gut. Oh mein Mein Gott, ich Gott. möchte bitte meinen Flammenwerfer Hilfe, da wieder kommen jetzt haben. wieder und die rennen Ich möchte wie meinen die irren. Flammenwerfer wieder. Ich mach sie mal von hinten platt, ne? Aber ich kann überhaupt nicht richtig zielen. Das ist alles so ruckelig hier. Alter Falter, hier, hallo. Ist gut jetzt hier, ne? Oh, das sind aber Stopp. echt ganz Haut schön ab hier mit viele, eurer ey. Dann Bombe. wird einem ja schlecht. Hier, Winsert, Winsert, Wispert, Winsert, Die irgendjemand. dürfen mit ihrer Bombe nicht dahin, wo wir wohnen. Pass auf, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich weiß, wo deine Bombe wohnt. Oh Gott, oh Gott. Die rennen aber auch so. Warum rennen die denn so schnell? Boah, ich renn auch mal vor. Ja, Bin ich warte, zu lass nah mich mit doch der erstmal. Bombe? Welle Oh gescheitert, Scheiße. nein. Shit. So, das war jetzt also die erste Runde. Ihr habt gesehen, wir haben ungefähr 3 Minuten gebraucht, um euch zu zeigen, wie man es nicht macht. Los, los, los! Buh, buh, buh! F4, FTW. Oh ja, genau, da war ja was. Oh, schön. Ja, hier passiert gerade nichts. Ich gehe schon mal dahin, wo ich hin muss. Ja, geh Dumdi-dum-di-dum. mal da. Dann kann ich nämlich gleich. Da verstecke ich mich und wenn die alle durch sind, dann laufe ich dahin und bringe die Bombe dahin. Habe ich die Bombe eigentlich? Ich weiß das auch nicht. Was tanzt du Wo ist. denn da? Was war das denn? Ah, du kannst tanzen. Das ist ja verrückt. Kann tanzen. Drück mal G. Was machst du, wenn du Ah, G was mache ich drückst? denn, wenn ich G drücke? Eine weitere erfolgreiche Prozedur. Erhaben vor mich Ah, ja. hinwirken. Okay, pass auf, wir stellen uns jetzt hier hin. Ja? Und warten, Okay. bis die da rauskommen und lassen die an uns vorbeilaufen. Und dann? Und dann laufen wir da Ach durch. so, und dann räumen wir sie von hinten auf, sozusagen. Ach, die kommen ja eh von oben, ne? Was machen wir denn? Wir müssen doch auch irgendwie unsere Rakete da hinbringen. Ich habe keine Ja, Ahnung. ich habe erst recht keine Ahnung. Ich bin ja froh, dass ich hier nicht schießen, sondern nur heilen muss. Oh, Mist. Where are the supporters? Was tanzt du da mit der Wand, oder was? Die Oh, Wand die zählen angemacht. hier. 3, 2, 1. Oje, oje. Psst, Achtung! Komm da, die kommen da. Oh ja, ich hab hier. Oh Gott, ich stell mich mal hier hinten hin. Pass mal auf. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh shit. Oh Mist. Oh. Man kann die wohl von hinten angreifen, Ach weil die so, du überhaupt zu wolltest sie. blöd sind, um sie umzudrehen. Naja, umdrehen ist ja auch nicht so einfach. Aber der Raketenwerfer ist schon toll, ne? Also finde ich. Ja, ist angenehm. Ich brenne, Oh ich ja, hier brenne. brennen so viele. Ihr Helden, ey. Blau, blau, blau ist alles, was ich anhab. Hier, der Dicke braucht auch mal Heilung. Oh.
Blau, blau, blau. Alles, was ich habe. So. Oh, ich kann... Huch, ich brenne. Heilt mich auch jemand? Mich heilt natürlich keiner. Ich renne jetzt hier weg. Okay. Ich habe leider nichts zum Heilen, sonst würde ich dir ja helfen. Ich kann dir aber nicht helfen. Nee, das macht ja nichts. Ich, Ich habe mich selbst geheilt. So ist das ja nicht hier. Feuer, Feuer! Na los, überlebe, Winspert. Was ist das denn überhaupt für ein Name? Winspert, übrigens herzlich willkommen, du bist im Fernsehen auf zwei Kanälen. Ich brenne. So. Auf zwei Kanälen. Dem ersten und dem zweiten. Der mit dem zweiten sieht man ganz besser. Genau, du kannst sozusagen Stereo gucken. Piu, piu. Oh Gott. Stereo. Das sieht doch aber ganz gut aus, ja. Was wir hier jetzt machen. Oder täusche ich mich? Nein, du täuschst dich nicht. Das ist schön. Ach so, siehst du, hier an alle Zuschauer dieser Nation. Ich habe da mal eine Frage. Ich spiele ja normalerweise keine Shooter. Und das hier finde ich echt total lustig, weil ich kann hinten stehen und irgendwelchen Leuten irgendwelche roten Strahlen in den Hintern ballern. Und die heilen, das macht mir Spaß. Gibt's mehr Shooter, bei denen man sowas machen kann? Wenn ja, welche? Please let me know. Also es geht darum, dass sie wirklich nur im Hintergrund steht und Leute heilt, nicht dass sie selber kämpft. Genau. Ja, so als alter MMO-Heilspieler, ne? Ist das eine Rolle, die kenne ich wenigstens. Und dann kann ich immer auf die anderen schimpfen. Alter, ich habe mich gerade erschrocken, dass du heil gesagt hast. Also. Oh, ich habe gedacht, was? Ich habe gestern so eine Reportage gesehen, deswegen bin ich gerade ein bisschen auf dem Trip, so. Dass ich das assoziiere sehr schnell. Nein, ich bin plüschig, bitte. That's very interesting. Brennt schon wieder. Welle überstanden. Wow, juhu. Gott sei Dank, Welle überstanden. Und wieder F4 drücken. So, und jetzt habt ihr gesehen, wie man das dann macht, wenn man nicht verkackt. Ach Gott, sind wir gut. Ja, wo bist du eigentlich? Ich bin ja hier ganz woanders. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt F4 gedrückt und jetzt stand da irgendwas mit A und ich bin immer noch da, wo ich war. Ich bin ja woanders. Ja, aber warum? Weil ich es kann. Ach so, aber die anderen haben alle noch nicht F4 gedrückt, weil die... wieder so doof sind. Ja. Alejandro Dieges hat schon F4 gedrückt. Auch Ghost Fufu. Alejandro. Fufu. 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 Ja, ich möchte auch Aminitra übrigens noch grüßen. Du weißt gar nicht, was du verpasst. Genau. Aber sie kann nicht, weil ihr System ja, irgendwie nicht hat ihr das Rechner tut, rumgezickt. Das ist schon echt ärgerlich, ey. Böser Rechner. Ja, böser Computer. Ja, und dann die Arbeit war so lang und so weiter. Und wenn sie dann wieder Zeit hat und wieder alles funktioniert, dann können wir wieder spielen. Genau. Aber wo bist du denn hier überhaupt? Ich bin hier oben. Hier hinten. Hier oben. Also hier hinten. Da oben. Also nicht am Spawn, sondern gegenüberliegende. Ja. Keine Ahnung. Aua. Ah ja, ich sehe dich. Achso, ich habe auch eine Frage. Ich habe auch eine Frage an alle. Und zwar, könnt ihr mir mal sagen, wieso, also welche Spiele man noch spielen kann, die so zu uns passen? Also, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, wir spielen auch. Also halt so. Genau, ja, das ist eine gute Frage, stimmt. Vielleicht habt... Weil wir suchen immer was und das funktioniert immer nichts. Am besten Free-to-Play. Ja, am besten auch funktionierend. Ich bin gleich tot, weil ich bin tot. Aber wo warst du denn? Mittendrin. Ja, ich wollte gerade sagen, wieder mittendrin. Drin statt nur dabei. Ich renn so weg. Oh Gott, ich renn so weg. Übrigens, das habe ich in... Hallo, ich heil mich hier nur eben. Das habe ich mir in jahrelange, mühevoller Arbeit beigebracht. Wenn ich Damage reinkriege, schrei ich und renn weg. Ich irgendwie Schaden reinkriege von irgendwas, dann schrei ich und renn weg. Das funktioniert meistens auch ganz gut. Oh je, die sind gleich bei uns. Die sind gleich bei uns. Mit Rakete. Catnip, oh. Du bist ja bei mir. Ja. Ich bin hier ober mega sicher jetzt hier.
Ich bin fast tot. Jetzt bist du tot, ja. Aber die Gegner sind auch tot, glaube ich. Ah, die nächste Welle kommt angedackelt. Ernsthaft? Haben wir die? Also die eine Welle ist und jetzt kam, glaube ich, also es kam jetzt erst dann wieder welche nach. Das sieht auf alle Fälle besser aus. Also die Welle aus. In der Welle. Das ist die perfekte Welle. Oh Gott, das Lied fand ich total toll, als das rauskam, ihr Pumas. Ich fand das einigermaßen, also ich bin ja eher so der Wir sind Helden. Oh Gott, also ich liebe Wir sind Helden. Die sind so die super. Sind total toll. Ich finde die Wortspiele bei Wir sind Helden immer ziemlich geil, ja, die haben in ihren Texten. Die haben so, es ist so cool. Die haben das so schön gemacht. Kennst du Bodo Wartke? Wüsste ich so jetzt nicht, ne? Ah, Klavierkabarettist, den muss ich dir mal zeigen. Ja, gibt's bestimmt grandios. Auf YouTube irgendwelche Sachen zu sehen. Gibt's 100, ja, klar, gibt es auf YouTube. Ich kann die auch alle auswendig, mir das mal abgesehen. Da haut mich weg. Ja, ich wurde gerade in die Luft gesprengt. Warum das denn? Von dieser laufenden Mine. Ach so. Dieser, oh, gehst du wohl weg mit deiner blöden Rakete von unserem blöden Raketenpunkt. Geht ihr mal. Oh nein, ich bin tot. Auch tot. Welle gescheitert, ja. Mhm. Oh, verdammt. Mist. Ah, Scheiche, echt. Fortfahren. FF4, FTW. Ach, guck mal, ey, na, echt wirklich wie die Pros. Die denken bestimmt alle, wir haben hier voll den checkenden Durchblick. Ready, steady. Ach, hier kann man Munition holen und seine Waffen aufrüsten und so. Ja, genau. Das ist ja toll. Will mehr Schaden machen. Ha, ich kann besser überladen und. Oh, Überheilungs. Na, das ja. Ich möchte gerne Projektilpenetration. Penetration? Kann nichts mehr. Feuerresistenz. Ich bin jetzt feuerresistent. Ja, das ist gut. Also ein bisschen zumindest. Ah. Wir haben keine Ahnung von diesem Spiel. Wir machen es aber. Ja, komm. Und das ist ja auch ein Teamspiel. Und wegen uns ist hier wenigstens nicht alles, was grandknödelt. Die anderen sind schuld. Doktor! Hallo. Was macht er denn da mit der Kiste? Oh, er baut ja, so ein, der hat so ein Geschütz dahin gebaut. Das ist ja cool. Sehr gut. Oh, guck mal, ich kann von hier runterfallen. Guck mal, ich kann von hier runterfallen. Sehr, sehr schön. Ich dachte gerade, ich könnte eben so in den Tod springen. Yay! War nicht so witzig, wie ich gedacht habe. Ich muss mal was ausprobieren. Warte. Ich will mal eben gucken, ob das dann hier... Bist du jetzt hier... Brutzel. Jetzt bist du geschützt, ne? Da dieses Überschutz. Nee, jetzt bin ich nicht mehr geschützt. Du bist jetzt geschützt. Ja, aber kriege ich das dann selber, wenn ich das bei jemandem mache? Wie mache ich das denn bei jemand anders? Ja, weiß ich nicht. Ach so, das war im ersten Moment. Umso länger du, glaube ich, das ausrüstest, umso besser du das ausrüstest, okay. Umso besser kannst du das dann ja auch cool. machen. Ist ja verrückt, was hier alles gibt. Ja, für Tipps sind wir übrigens auch immer dankbar. Ja. Der erste Trip ist... Tipp ist am besten erstmal treffen. Ah, schön. Hilfe, ist das eigentlich die zweite Welle immer noch? Oh Gott sei Dank. Ja, oder? Ich weiß auch nicht so genau. Ja, ist die zweite Welle. Das ist die zweite Welle. Das ist aber auch eine Action hier. Aufpassen mit der GEMA hier mal. Ach ja, ja, na selber singen. Ach ja, na selber Klavier spielen. Ja, vergiss es auch. Also, ja. Ne? Es ist, ja. Ohne Worte. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich mache also einfach mal. Also ich bin mal tot, mal. Auf jeden Fall. Ich noch nicht, tatsächlich. Und ich habe irgendein Unverwundbarkeits-irgendwas, keine Ahnung. Aber was habe ich denn jetzt hier für eine blöde Kackwaffe? Ich brauche Medis! Oh mein Gott, hier sind Granaten hinter mir! Oh Gott, ich bin weg. Wo bist du denn? Bist du auf der... Oh, hier ist ja irgendjemand. Ich suche hier einfach nur eine Medistation. Oh, Scheiche. Da sind aber ganz schön viele, ey. Das ist ja nicht mehr schön. Also, ich glaube, wir sollten uns tatsächlich... Ich glaube, bei der Brücke stehen wir besser. So, rein taktisch gesehen. Ja, bei der Brücke. Ja, bei dieser kleinen Brücke, ja. Ich denke einfach, weil der Weg da enger ist. Oh, da kommt wieder so ein Bombending. Hilfe. Gott, die nehmen hier aber alle Schaden, wie nichts Gutes. Kung Fu und... Ach nee, der heißt ja nicht Kung Fu, sondern Fufu.
Finn. Oh ja, Finn. Ach, ich hab's runtergeladen. Echt? Übrigens, aber ich hab noch ich nicht ausprobiert. Ich wollte gerade sagen, funzt es? Und Aladdin finde ich nicht. Kann mir mal jemand Medic geben? Medic! Wo bist du denn? Ich sehe doch hier nichts. Achso, ich hab hier schon alles gefunden. Ah, schön. So. Ja, Finn. Kennt einer von euch Finn? Muhahaha. Die sind alle zu... Ich wollte gerade sagen, die sind alle zu jung und keine Mädchen. Ich habe das ja damals bei Bekannten, also Freunde der Familie gespielt. Da habe ich sowieso meine ersten Computerspiele gespielt, weil ich gar keinen Computer hatte. Beziehungsweise wir keine Computer hatten. Und das war so mitunter das erste, was ich in meinem Leben gespielt habe. Also mein allererstes Spiel war Solitär. Das habe ich auch schon mit im Grundschulalter gespielt. Okay. Nee, also ich glaube so dann, die ersten... Ja, wir haben halt, ich habe halt auf dem C64 angefangen, ne? Da gab es ja kein Solitär oder so. Da gab es dann halt Manic Mansion und Paperboy und so. Die kenne ich halt alle vom Hörensagen, beziehungsweise weil halt auch jemand, den ich kenne, auf dem C64 hatte. Upala. Ja, aber Finn war schon echt bahnbrechend. Da war dieses kleine Standmikrofon nämlich bei, ne? Da hat man so ein kleines Standmikro dabei gehabt. Weiß ich nicht. Du hast das auf links gespielt, oder? Finn? Auf der Konsole. Nee, Finn gab es ja nur für den PC. Ach so, das weiß ich gar nicht. Und da war so ein Standmikro bei. Dann habe ich nämlich immer vorm Computer gesessen. Finn, komm mir mal her. Ja, das war doof. Du musst dich ja regelmäßig um den kümmern. Und ich war ja halt immer nicht jeden Tag bei meiner Bekannten. Und dann hatte ich das einmal geschafft, da war der ganz nah und hat ganz komische Sachen gemacht. Und dann, oh, das war so toll und das hat mir dann immer keiner geglaubt. Ja, weil du konntest den ja richtig halt füttern und konditionieren. War. Also du konntest den ja richtig irgendwie auf Stimme, Welle überstanden, richtig auf Stimme irgendwie konditionieren. Das hat nie wirklich funktioniert, ne? Also das muss man vielleicht schon dazu sagen. Ja. Aber... Ist dir mal aufgefallen, dass wir am besten sind, wenn wir die ganze Zeit quatschen? Ja, bestimmt, weil wir da nicht so verkrampft sind, sondern einfach rumrennen und das machen, was man so machen soll. Ja, das klappt ja ganz gut. Das stimmt. FTW, Leute. F4 FTW. Schön, ja. Ach, herrlich, das macht Spaß. Achso, wir könnten natürlich die nächste Runde auch im nächsten Part zeigen, oder? Ja, das können wir auch machen. Dann. Okay, dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.